Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebenssache 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und mit der besten Mannschaft der Welt, Werder Bremen. Jetzt die Vorbereitung auf das Kracherspiel bei Holstein Kiel, das Auswärtsmatch des Jahres quasi. 20:30 Uhr, morgen am Samstag, Topspiel. Tja, ich weiß, dass der Scoop wieder heiß wie Frittenfett ist. Und von daher, wie sieht's aus, Gub? Wie ist deine Emotionslage? Erzähl uns mal ein bisschen was zum Auftakt. Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ich kann das erstmal, muss ich deine Worte natürlich bestätigen. Egal, was passiert, egal, was mit diesem Verein passiert, Werder Bremen ist und bleibt die geilste Mannschaft auf der ganzen Welt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und ich wäre morgen enttäuscht, wenn wir nicht morgen bei Sky und 1 Live zusammen mindestens 3 Millionen Einschaltquoten haben, weil dieser Verein, der, morgen ist, du kannst über die Straßen gehen, morgen Abend um 20:30 Uhr, da ist ja keiner mehr auf den Straßen. Weder in Bremen noch in Nordrhein-Westfalen noch im Ruhrpott. Die wollen ja alle morgen Werder Bremen gucken. Und womit? Mit Recht auf jeden Fall. Ich, wie immer, vor dem Werder-Spiel immer heiß wie Frittenfett. Okay, nach dem 0-3 gegen Dresden und 0-3 gegen Darmstadt war es nicht so der Fall. Aber jetzt sieht man ja wieder rosigen Zeiten entgegen. Und irgendwie historisches Spiel morgen. Christian Brandt, unser U19-Trainer, sitzt morgen auf der Bank. Macchiali als Co-Trainer, die beiden Ex-Profis von Werder. Das hat doch schon extrem viel. Dann in Kiel so ein kleines Nordderby noch morgen 20:30 Uhr. Ich persönlich habe mega Bock morgen auf das Spiel. Und der neue Trainer soll ja auch schon so gut wie feststehen. Also der kommt dann noch von unserem nächsten Gegner, weil davon kann man ja zu 99% ausgehen, dass Ole Werner unser nächster Trainer ist. Also ich habe Bock, Sepp. Wie geht's dir für morgen Abend? Ja, alles super. Vor allen Dingen, nachdem ich jetzt was Tolles gefunden habe bei Butten und Binnen. Wir verlinken das auch. Christian Brandt Video, 20 Jahre her oder so. Da ist er 24 und hat wohl gerade gewechselt zur zweiten Mannschaft von uns und ist dann auch schon in der Beobachtung, dass er in den Profikader kommt. Und das ist natürlich ein paar Szenen, wie der da auf den Fußballplätzen vorher gespielt hat. Auch, glaube ich, Bremerhaven war das dann noch und so. Also, die mussten auch auf echt krassen Ackern da damals spielen, auch für Regionalliga oder dritte Liga oder zweite Liga, was das für Szenen waren. Also echt, echt lustig. Also müsst ihr euch mal anschauen. Und wir kommen ja gleich nochmal dazu, aber ich muss sagen, der ist ja abgezockt hier, als würde der schon seit 25 Jahren Trainer sein, Champions League und mehr. Der Brand in der PK. Den hat er nichts aus der Ruhe gebracht. Also unglaublich. Die Reporter meinten schon, ob er total gelangweilt wäre, zwecks der Aufgabe. Er war einfach sehr fokussiert und hat schon mal gesagt, es gibt sozusagen Dinge, die abgearbeitet werden müssen mit dem Team. Und er sei da sehr zufrieden. Also hat einen sehr aufgeräumten Auftritt gemacht, wie ich fand. Ganz, ganz anders als Zenkovic aus meiner Sicht vor dem Spiel letzte Woche. Der war irgendwie so ein HB-Männchen da im Interview. Also sehr interessant. Vielleicht nochmal, um was abzuschließen, auch für alle anderen. Die Akte Markus Anfang wird ja immer dicker, wenn man so liest. Der war ja dann auf mehreren Karnevalsveranstaltungen. Jetzt weißt du auch, warum die Profis so lange frei dann bekommen haben an dem Wochenende, ne? Da war nicht Das nur war. am 11.11. Donnerstag da, da war jetzt wohl am Samstags auch nochmal auf einer Veranstaltung. Und ja, ist ja mittlerweile auch schon klar, dass es auf jeden Fall gefälschte Unterlagen sind und ja, also was den da geritten hat, diese Sachen dann auch noch mal bei solchen Veranstaltungen weiterhin zu machen, kannst ja nur mit dem Kopf schütteln. Von daher ist ja ganz gut, dass das Kapitel da auch beendet ist, oder? Aber daran muss ich sofort denken, Sepp, weil wir haben uns ja mega, da, oder gerade ich persönlich, du bist halt damit aufgesprungen bei mir, 4 Tage frei, wie geht sowas? Ja, und wenn ich das dann noch erst auf Deutsch gesagt, bescheißt da die ganze Welt, dann macht er noch Karnevalsfeiern, deshalb trainiert die Mannschaft nicht. Also es kommt mir jetzt so im Nachhinein ganz schön egoistisch rüber, muss ich dir ganz schön ehrlich sagen. Und was so im Nachhinein, je länger das jetzt her ist und je mehr man sich Gedanken darüber macht, was ich ja ganz, ganz krass finde, da habe ich mir vorher, wie gesagt, noch keine Gedanken darüber gemacht. Der hat ja täglich seine Profis belogen, ne? Den Leuten, die Profis trainen, das muss ja mal ein Vertrauensverhältnis sein, ne? Du bist ja sozusagen auch ein Ziehvater von deinen Spielern und so weiter und so fort. Und du stehst vor denen in der Kabine und lügst sie echt. Jeden Tag hat er die angelogen, ne? Jeden Tag, wo er, als er in der Kabine gestanden hat, hat er seine Jungs angelogen. Und nicht nur seine Jungs, natürlich dann nach oben auch. Er ist ja natürlich Sandwich-Position. Baumann, er ist Grunewald, die hat er auch angelogen. Aber gerade wo er tagtäglich mitarbeitet, sein Team, die ja
wo er als Vorbild gilt, wo er als gilt als Taktikgeber, dass er dem Team was vorleben muss und so weiter. Die hat er jeden Tag gelogen, ne? Jeden Tag. Und das finde ich schon ganz dreist. Wie gesagt, das wurde mir letzte Woche Samstag gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein denkt man ja darüber nach, wie krass diese Situation ist. Und da wäre ich doch als Spieler stinkend sauer, dass die alle ruhig sind. Ich glaube, das ist eine Vorgabe des Vereins Werder Bremen, dass die ja nicht nachkarren sollen, was das Thema Markus Anfang angeht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sepp, mein Vorgesetzter hat mich 4 Monate war er da, glaube ich, ne? 4 Monate tagtäglich belogen. Also da könnte ich, glaube ich, nicht ruhig bleiben. Also das finde ich schon ganz, nochmal, es wird von oben von Werder kommen, dass die ja nichts sagen sollen, die Spieler. Aber so im Nachhinein, ey, der hat mich jeden Tag verarscht. Und der wollte mir noch Fußball beibringen und so weiter und so fort. Boah, wäre ich sauer als Profi. Ja, da gebe ich dir recht. Ich fand auch die ganze Sache war ja auch ein bisschen so surreal, da an dem Samstag so ein bisschen so kurzfristig. Denkst ja auch erstmal, so eine Geschichte ist halt, hat ja schon so ein bisschen Züge wie damals mit Christoph Daum, dass man das jetzt gar nicht so direkt gefasst hat und dann, okay, für so ein Spiel, finde ich das dann so ein Moment. Ich glaube, das kann ja auch als Spieler sogar nachvollziehen, dass die auf einmal, wie auch gesagt wurde, die waren beim Frühstück zusammen, die beiden Trainer kamen rein, haben noch zwei Worte gesagt, Baumann hat noch zwei Worte gesagt, dann sind die beiden abgehauen und das war's dann. Und dann, ich meine, gut, da geht's vielleicht sogar noch am Samstagmorgen, wenn die dann eh in einem Tunnel der Vorbereitung sind und da hast du es vielleicht überhaupt noch gar nicht so gecheckt. So ist dann vielleicht eher so, der hat mal einen Tag Schnupfen, aber also schon krass. Und dann natürlich jetzt auch mit Zenkovic, dann mit Corona, Brandt jetzt nochmal als Trainer. Also gerade eben haben wir eine Menge Trainerverschleiß in Anführungsstrichen, aber Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Zenkovic, die Mannschaft hat es ja eigentlich ganz, ganz okay noch gemacht, war jetzt nicht überragend, aber solide. Brandt fand ich jetzt auch ganz guten Eindruck, ist jetzt ja auch dann schon auch schon Samstag dabei gewesen. Also ich bin jetzt, was die Trainersituation für den Moment angeht, jetzt erstmal gar nicht so unzufrieden mit dem Brandt für das Spiel Kiel. Ich muss dazu sagen, Sepp, ganz, ganz ehrlich, dafür sind wir ja da, dafür machen wir hier diesen Werder Bremen Doppelpass, nenne ich jetzt mal so. Wir sind ja viel am Meckern. Wir sind ja auch Fans, wir wollen ja auch unsere Emotionen ausleben, wir müssen viel meckern. Aber wenn die Mannschaft das gut macht, bin ich natürlich auch bereit, das zu huldigen. Und ich muss sagen, ich huldige die Mannschaft, wie die Mannschaft mit dieser Situation umgeht, finde ich hervorragend. Spiel gegen Schalke, jetzt unter der Woche, dass da irgendwie man nichts Negatives hat. Jeder spricht von der intakten Mannschaft, dass jeder für jeden da ist, dass viele gesagt haben, jetzt erst recht, als der Trainer weg war und so weiter und so fort. Also da, also loben und huldigen, huldigen ist ja noch eine Ebene mehr. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also wie die das jetzt machen, vielleicht jetzt morgen dann um 22:30 Uhr steht es 5:0 für Kiel. Und da muss ich natürlich das Gegenteil behaupten. Aber aktuell, bis jetzt, Samstag, jetzt wir übertragen auf den Freitagnachmittag, bis Freitagnachmittag muss ich dir ganz ehrlich sagen: Baumann, Mannschaft, Brandt und wie sie alle heißen, super, wie die damit umgehen. Ganz großes Tennis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und Pressekonferenz war auch dann da hingegen sehr interessant, weil die es auch nochmal bestätigt haben, wie gut die Mannschaft da arbeitet, dass auch das Teambuilding vielleicht nochmal verstärkt wurde, auch sozusagen auch gerade über die Führungsspieler, dass man da auch ein bisschen enger zusammengerückt ist. Sicherlich sehr, sehr, sehr interessant. Und man kann jetzt auch irgendwie wieder nach vorne gucken. Du hast es ja auch schon angesprochen, wer es vielleicht werden kann. Deswegen muss ich jetzt ja schon die heißeste Anekdote erzählen, die es so gibt. Denn es kann gut sein, dass der nächste Trainer, der kommt 14 Jahre bei uns bleibt. Jetzt werdet ihr mal sagen, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Freitagnachmittag, ne? Zu viel Wasser getrunken. Es war wohl so, dass im Ligaduell haben wir gegen Kiel das letzte Mal halt 80-81 gespielt. Also ist ein paar Jährchen her. Und das Spiel damals endete 1:1. Und nach dem Spiel wurde Otto Rehhagel verpflichtet als neuer Trainer, der dann halt ja über 14 Jahre bei uns war. Also von daher, Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. Vielleicht werden es nicht 14, aber 12 Jahre. Also ganz interessante Personalie, die wahrscheinlich dann mit Ole Werner kommt. Es waren ja unterschiedliche Kandidaten dabei, unter anderem auch Stuber noch von Red Bull New York heißen die ja, glaube ich. Und das hat aber dann wohl nicht geklappt, wegen der auch Ablösesumme, die fast siebenstellig sein sollte. Und wir gehen jetzt erstmal alle davon aus, dass es Werner wird. Sehr interessant in den Foren, wenn man das so durchliest, die Fans doch eher sehr zwiegespalten. Ich auch.
bezüglich der Personalie gerne auch mal reinschreiben, wie ihr ihn findet, was ihr davon haltet. Ich finde auch sehr gute Begründungen, warum es jetzt auch vielleicht für den Moment nicht der geeignetste Mann ist. Einmal würde das vom Spielsystem her wieder eigentlich wegrücken von dem, was wir gerade spielen. Wir spielen so ein 3-5-2 oder 5-3-2 oft. Also der würde eher wieder auf eine Spitze gehen, hat vielleicht auch nicht die Erfahrung über jetzt viele Jahre. Hat zwar ein, zwei solide Saisons jetzt mit Kiel gemacht, aber ist er dann auch quasi selber vom Hof gegangen, als es dann schlechter wurde. Und also man macht ein großes Fragezeichen, ob er das ist, der wirklich sozusagen der Mannschaft die Impulse geben kann und auch jetzt vielleicht in der insgesamt schwierigen Situation des Vereins so übergeordnet halt die, vielleicht auch die Ruhe und so ausstrahlt, die man sich wünscht. Also das wäre sicherlich ein interessanter Effekt, weil das macht es natürlich dann schon vielleicht einfacher, wenn du als Trainer schon 10 Jahre da in dem Beruf stehst und wenn es mal ein bisschen unruhig ist und so, dass du halt da nicht so selber auch hektisch reagierst. Also muss man mal abwarten. Ist jetzt ja alles noch nicht offiziell und muss man sich wahrscheinlich, reden die noch über die Ablösemodalitäten, wobei das halt dann komisch wäre, wenn wir eine Ablöse bezahlen, weil die sparen ja das Gehalt. Wir haben jetzt ja auch keine Ablöse von Wolfsburg verlangt für Florian Kohfeldt. Aber gut, das müssen sie ja selber ausmachen. Aber Thematik Ole Werner möchte ich ja auch nochmal Stellung nehmen, habe ich ja schon im letzten Podcast gesagt. Also ich bin nicht überzeugt, dass das der richtige Mann ist. Schon alleine wegen des Alters, 33 Jahre, ziemlich jung. Okay, Nagelsmann, aber Nagelsmann ist auch eine ganz andere Ebene als ein Ole Werner. Meiner Meinung nach, wie gesagt, Werder Bremen finde ich für Ole Werner auch noch ein Stück zu groß. Da wiederhole ich jetzt meine Worte. Und gerade wenn es jetzt unruhig wird und wieder Spielsystem, Änderung, also du musst mit Duxch und Füllkrug spielen, das geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Da war es die letzten Spiele ja auch am erfolgreichsten. Und wenn du jetzt wieder einen da rausnimmst und nur mit einer Spitze spielst, machst du alles verkehrt. Deshalb, Ole Werner sagt jeder, ich wäre froh, wenn vielleicht doch noch ein anderer kommen wird, was ich nicht glauben kann, weil wenn die ganzen Pressemitteilungen liest, ist es ja eigentlich eindeutig. Nur davon bin ich absolut gar nicht überzeugt. Da hat mich die Verpflichtung Markus Anfang im Sommer positiver überrascht als jetzt der Name Ole Werner. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht und dass wir dann noch irgendwelche in erfolgreichen Zeiten entgegengehen. Aber jetzt für alle Werder-User und du natürlich auch als Werder-Experte, wenn das so sein sollte, das Ding mit Otto Rehagel, dann sind wir in 11 Jahren Europapokalsieger, ne? Würde ich dir nur sagen. Ja, siehst du, haben wir ja einiges vor uns. Dann müssen wir noch ein paar Aufnahmen hier machen, bis es dann soweit ist endlich. Aber das würde ja dann auch noch gut passen, ne? Ja, definitiv. Ja, aber das wäre eine schöne Sache. Vielleicht, bevor wir uns jetzt dann so langsam Richtung Spieltag fokussieren, auch nochmal eine Nachricht oder erstmal noch vielleicht ein bisschen Geplänkel um die Woche herum. Waren ja auch wieder ein paar Interviews. Friedl ist ja auch wieder zurück, zum Beispiel aus seiner Corona-Erkrankung. Jetzt auch wieder fit, ist auch im Kader dabei. Ob er spielt morgen, weiß man jetzt noch nicht, weil es, glaube ich, 2 oder 3 Trainingseinheiten waren. Es gab noch ein längeres Interview mit Gruev bei der Medienrunde. Und was jetzt aber auch nochmal interessant Entschuldigung, ganz kurz. Gruev, ne? Nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Hast du dir das Interview angeguckt? Wie souverän ist der Typ denn mit 21 Jahren? Ganz kurz. Ja, genau. Klar, ja? ich hab's mir angeschaut, aber sehr gut. Das ist ja auch dann die Story zum Beispiel jetzt, wie Markus Anfang sich da verabschiedet hat dabei. Das hat er auch dann einfach sozusagen ruhig und sachlich rübergebracht. Aber für uns alle, auch für Werder halt nochmal ein heißes Thema, was ich gerne aufbringen will und was wohl jetzt schon bestätigt ist, ist, dass wir beim Heimspiel gegen Aue mit 25% weniger Zuschauern rechnen müssen, weil die das mit dem Innensenator da schon ausgemacht haben, dass quasi die Zuschaueranzahl wieder reduziert wird. Es gibt ja die ersten Stimmen auch von, ich glaube sogar Aue ist es dann sogar selber, die gesagt haben, wir sollten einen Lockdown im Dezember machen. Der Kollege jetzt aus Bremen, muss ich mal überlegen, Meurer heißt er. Ne? Meurer. Fordert das jetzt ja auch, wahrscheinlich, weil jetzt Innenministerkonferenz ist der Länder nächste Woche, dass man einen richtigen Lockdown macht für die Bundesliga, oder vielleicht für den ganzen Dezember. Also es könnten noch interessante Situationen auf uns zukommen. Philipp hat im Interview auch schon gesagt, dass es dann natürlich schwierig wird für uns. Die Saison ist wohl durchfinanziert, also man könnte selbst mit Rückschlägen bei den Zuschauereinnahmen wieder rechnen, aber das verschiebt sich dann halt immer. Sprich, wenn wir jetzt 5, 6, 7 Spiele
keine Zuschauer mal haben sollten, wenn man quasi wieder Geisterspiele macht, dann hat es zwar jetzt keine Auswirkungen auf diese Saison, aber natürlich dann wieder auf die nächste Saison, weil wir nehmen das ja immer mit. Ja. Wir haben ja diese Anleihe gemacht, wir müssen Zinsen zahlen, 1 Million jedes Jahr, wir müssen die Anleihe in 5, 6 Jahren zurückzahlen. Da musst du ja auch wieder Geld erwirtschaften. Also wir müssen ja im Endeffekt mehr Geld erwirtschaften, weil wir einmal die Zinsen bezahlen müssen. Wir müssen ja aber auch die Anleihe zurückzahlen. Ja. Oder halt nicht, aber wenn du dann da in die Richtung gehst, dann redest du ja auch schon irgendwann bald vom Ende des Vereins. Also für uns natürlich auch wirtschaftlich ein schwieriges Thema. Die gesamte Situation um das ganze Thema Corona, Covid, klar, das müssen andere bewerten von mir aus oder entscheiden. Aber auch dann für den Verein wird es dann wieder schwere Zeiten, natürlich auch für andere Vereine. Es ist einfach schade, dass ich natürlich jetzt in diese Richtung wieder entwickeln muss. Das vielleicht noch so als ein bisschen Vorgeplänkel, auch Ausblick, werden wir in den nächsten Wochen ja ein bisschen mehr von mitbekommen. Ja, Auswärtsblock ist, glaube ich, gut gefüllt. Man rechnet bis zu 2000 Fans, die wohl kommen nach Kiel morgen. Ich glaube, 1,5 im Auswärtsblock und der Rest hat dann so noch Karten bekommen. Und vielleicht noch zum Abschluss, U23 ist ja anscheinend auch mit die weltbeste Mannschaft der vierten Liga und Tabellenführer mittlerweile. Auch wenn man sich dafür nicht viel kaufen kann, aber schon erfolgreich und sieht ja gut aus. Und wer hat letztes Wochenende das Siegtor geschossen für die U23? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nein, jetzt denk doch mal bitte drüber nach. Wer kann es denn nur gewesen sein? Philipp Bargfrede natürlich. Bargfrede, okay. Ja, letzte Woche Samstag Siegtor, 2-1 Sieg. Wer macht das Siegtor? Philipp Bargfrede. So sieht es nämlich aus. Ja, dann sieht es ja erfreulich aus und deswegen möchte ich jetzt endlich, nachdem mir so viel erzählt wurde von uns, ja, alles, was die Fans hier nicht draußen nicht hören wollen, die wollen die Spielvorbereitung hören und zwar von dir. Sie brauchen deinen Zettel und ich fordere ihn endlich ein, hol ihn raus, verdammt nochmal. Ja, da ist das Ding doch. Wir wollen eine Chance haben. Ja, stimmt. Oh, irgendwie, Schiemann-Schoner macht heute nicht mit, warte. Ja, musst du so. Immer zwei anziehen. Ja, jetzt habe ich's. So. Dann gehen wir mal los, liebe User, oder fangen wir an mit der Spielvorbereitung für morgen. Also, ganz interessante Sachen habe ich natürlich wieder auf meinem weltbekannten Zettel hier. Also erstmal, Trainernachfolger von Ole Werner bei Holstein Kiel ist der Marcel Rapp, 42 Jahre alt. Er war Spieler beim KSC, bei Stuttgarter Kickers und hat 13 Mal für die U21 für Deutschland gespielt. Dann Trainer, seine ganze Trainerlaufbahn war bei Hoffenheim. Da war er Trainer von U16 bis U19. Anschließend war er sogar noch interimsweise Co-Trainer bei Hoffenheim und ist halt seit dieses Jahr, seit dem 5. Spieltag oder 6. Spieltag, das weiß ich jetzt nicht genau, der Nachfolger vom Ole Werner in Kiel. Ganz wichtig zu erwähnen, der Verein Holstein Kiel wurde 1912 deutscher Meister. Ne? Das ist eine ganz wichtige Information, wenn ihr mal glänzen wollt irgendwo damit. Also Holstein Kiel war schon mal deutscher Meister. Wenn sie euch alle blöd angucken, merkt euch die Zahl 1912. Also vor über 100 Jahren waren sie schon mal deutscher Meister. Dann die Fluktuation im Kader wieder. 11 Zugänge, 12 Abgänge hat dieser Verein. Also hält sich ziemlich die Waage. Aber jetzt kommt das Interessante, was ich ja bei jedem Gegner aufmache, die interessanten Spieler. Und jetzt habe ich mal 5 mir rausgeschrieben, die meiner Meinung nach interessant sind. Hauke Wahl ist ja schon so ein Leuchtturm hinten in der Abwehr. Der war ja schon der große Gewinner gegen Bayern München. Damals im DFB-Pokal ist ja so ein Urgestein, was in Kiel angeht. Also ein ganz guter Mann hinten in der Abwehr. Dann Fiete Arp, der beim HSV gescheitert ist. Nicht gescheitert, der beim HSV aufgekommen ist, bei Bayern München gescheitert ist. Das wollte ich sagen. Auf den haben sie ja so viel Hoffnung gesetzt. Und ich habe jetzt leider seine Statistik habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber so erfolgreich, was Tore angeht, ist er, glaube ich, nicht. Aber ich habe mir mehr die Statistik angeguckt, Sepp, von 3 Ex-Werder-Spielern. Da war ich natürlich überrascht. Und die Statistik habe ich mir natürlich angeguckt. Einer ist klar, unser Freund Finn Bartels, total sympathisch, würde ich jederzeit zurücknehmen im Werder-Trikot. Auch als Typ an sich, richtig, richtig geil. Der hat bisher von 14 möglichen Spielen auf 14 Spiele gemacht für Holstein Kiel. Okay. Also auf den müssen wir definitiv aufpassen, sage ich dir. Also, aber Funz Kerl, ich sage jetzt mal so, hört sich doof an, aber wenn der morgen ein Tor gegen uns macht, kann es eigentlich gar nicht böse sein, weil das halt ein super Typ, was halt ein super Typ ist. Dann der zweite Ex-Werder-Spieler, die Kanone, der in Werder alles kaputt geschossen hat, der jede Minute gespielt hat in Werder und der Mann bei Werder Bremen war, Patrick Ehras.
ist der Mann, der auch bei Holstein Kiel spielt. Und der hat von 14 möglichen Spielen 8 Spiele gemacht für Holstein Kiel. Also da war ich schon mega überrascht, dass er doch die Hälfte, über die Hälfte der Spiele gemacht hat. Und der nächste, letzte Werder-Eckspieler ist Alexander Ignowski. Der spielt auch bei Holstein Kiel. Aber der hat bisher erst einen Einsatz in 14 Spielen gehabt. Also okay, das ein bisschen weniger. Also war ich auch über. Also gerade Eras und Ignowski hatte ich null auf dem Schirm, möchte ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Und ich glaube, Holtby ist sogar auch noch bei denen, oder? Holtby ist auch bei denen? Echt jetzt? Guck mal, habe ich gar nicht jetzt gehört. Ja, guck mal, da kommt auch noch Luis Holtby. Auch noch ein ganz interessanter Spieler. Guck mal, also von Namen her ganz interessant. Deshalb sehr merkwürdig die Tabellensituation. Ja. Holstein Kiel ist zurzeit Tabellen 16. Hat 14 Punkte bisher geholt, davon 3 Siege, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen. Tordifferenz von minus 10, spricht ja auch nicht gerade für die, ne? Also minus 10 ist schon heftig. Ja, insgesamt allgemein gegen KSV Holstein Kiel hat Werder Bremen 12 Spiele bestritten. 31-15 Tore pro Werder Bremen. 9 Siege, 2 Unentschieden, 9 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Letztes Spiel hast du natürlich vorweggenommen, sage ich ja auch immer, aber hast ja gerade schon alles gesagt, im März 1981 das 1-1 gegen Kiel. Und natürlich die interessanteste Statistik, die letzten 5 Spiele. Werder 6 Punkte geholt und 6-8 Tore und Kiel 5 Punkte geholt und 6-10 Tore. Also 2 Tore weniger, mehr reinbekommen als wir. Wir haben 2 Tore weniger bekommen. Also vom Namen her, du nennst gerade so noch Holtby und so weiter, echt merkwürdig, wo die stehen in der Tabelle. Und das wird morgen kein einfaches Ding. Aber ich bin frohen Mutes. Diesmal ist bei mir echt das Glas halb voll. Das wird wahrscheinlich der Fehler sein. Das wirst du morgen um 22.15 Uhr nehmen. Mit den ganzen Nackenschlägen, die Werder Bremen jetzt gekriegt hat, mit dem kämpferisch guten Spiel gegen Schalke, mit Brand an der Außenlinie, die werden morgen wieder den Rasen umgraben. Ich glaube, die sind definitiv motiviert, weil sie Deutschland auch zeigen wollen. Auch die ganzen Markus-Anfang-Problematik, die dahinter steckt, die ist uns egal, wir gehen auf den Platz und machen ein gutes Spiel. Und deshalb komme ich auch sofort raus. Ich werde wahrscheinlich bestraft, aber ich muss ja meine Gefühlslage mitteilen. Wir gewinnen morgen 2-1 in Kiel. Einmal Füllkrug, einmal Duxch. Ja, Respekt, Respekt. Also du haust schon raus. Ich bin da irgendwie auch bei dir, wobei ich glaube, dass die wirklich gute Arbeit jetzt die letzten Spiele auch noch gemacht haben. Klar, die Punkte geben es noch nicht her, aber auch nur einen Punkt weniger als wir. Und man, wenn man auf die Tabelle blickt, ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt wirklich gut dastehen. Wir haben 20 Punkte, Kiel hat halt 14, ist Tabellen-Drittletzter. Jetzt könnt ihr euch ja selber ausrechnen, gewinnen die mal, haben die auch 17, sind nur noch 3 dahinter. Ähnlich ist es danach, nächster Gegner Aue, ja, sagt man ja auch so im ersten Moment, naja gut, die stehen hinten drin, haben aber auch 14 Punkte. Ja, ihr seht, was da für Bewegung ist, ne? Sprich, auch Aue könnte mit 2 Siegen jetzt am Spieltag, ich weiß nicht, gegen wen die spielen, und gegen uns sogar an uns vorbeiziehen dann. Ja, ja. Also man sieht einfach, wir müssen auch weiter Punkte, nicht nach oben schauen, sondern nach unten. Von da ist Kiel halt auch dann ein schwieriger Gegner, den es zu schlagen gibt. Hannover hat auch nur 14 Punkte, um das auch wieder einzugliedern hier so von der Leistungsstelle. Auch Düsseldorf nur 16. Also es sind viele Mannschaften da unten drin. Der Kader gibt auf jeden Fall mehr her und die werden das Heimspiel auf jeden Fall rocken. Vor allen Dingen, wenn jetzt auch das mit eines der letzten Heimspiele auch für die ist, vor voller Kulisse, wenn man jetzt nochmal die Punkte von vorhin aufnimmt, die ich gesagt habe. Das wird brennen, aber wir müssen dagegen halten, wir als Werder Bremen, und müssen klar gewinnen. Und ich sage sogar, wir müssen 2-0 gewinnen. 2-0, ohne Gegentor. Mein Tipp ist einfach 2-0, ganz solide, zweimal Assalé, so wie immer, läuft halt. Ja, da sind wir schon mal beim heißesten Thema, Assalé. Der muss doch jetzt spielen nach der Aktion, oder? Wo, in der U23 neben Philipp Bargfrede? Oder ja, wo muss der Beispiel spielen? Ja. Nee, aber jetzt kommen wir mal zur Aufstellung. Gut, da wird sich ja nicht so viel ändern. Pavlenka, aus meiner Sicht gesetzt. Velkovic ist ja immer noch verletzt, der steht also nicht zur Verfügung. Dann wird Jung Toprak, und ich würde wahrscheinlich, da er wieder da ist im Training, ich würde den Friedl spielen lassen, damit der Grosso dann wieder nicht im Abwehrbereich spielt, sondern halt wieder im Mittelfeld, oder? Ja, bin ich bei dir. Kann ich mitleben, ja. Kann ich mitleben. Also die drei in der Dreierkette, Gue, Grosso dann im Mittelfeld und dann nochmal vorne Duxch und Füllkrug und dann die anderen drei fürs Mittelfeld. Ja, wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. Ne? Bittencourt sollte spielen. Roman Schmid. So, und dann wäre es ja nochmal die Frage, nimmt man
Rapp. Ah ne, der fällt auch aus. Der fällt aus. Corona. Corona, genau. Ja, wen würdest du dann, wen würdest du noch mit reinnehmen? Also wir vergessen ja gerade meinen soliden Lieblingsspieler, ne? Anthony Jung. Nee, Jung spielt ja in der Abwehr. Hast du nicht gerade gesagt, Friedel, Toprak und? Nee, Friedel, Toprak und Jung. Oh, dann sorry. Okay. Wir haben ja noch übrig Agu und Mbom. Genau, ja, dann Mbom. Gerade ja, für so ein Spiel in Kiel, Gras und Graben haben wir ja gerade gesagt, Rasen ummähen, dann auf jeden Fall Mbom. Dann würde Mbom noch spielen und falls er doch Friedel auf Friedel verzichtet, noch wegen, sagen wir mal, reicht nicht, Grosso nach hinten tut, würde der Agu wahrscheinlich dann auch wieder reinkommen. Dann wäre man meines Erachtens ja bei der gleichen Aufstellung fast wie gegen Schalke. Ja. Also ich bin gespannt, aber ich finde jetzt irgendwie ist, also bei Werder ist ja auch eine Menge los jetzt über die letzten, eigentlich das ganze Jahr. Ja. Wir machen das jetzt zwar noch nicht das ganze Jahr über, sondern erst seit, ich meine, März ist das Ganze, aber wenn man jetzt bedenkt, so viel ist ja teilweise irgendwie über Jahre her nicht passiert bei Werder Bremen und der Abstieg, die Trainergeschichten, der Kaderumstrukturierung, jetzt wieder neue Trainersuche. Also hier wird es echt nicht langweilig, muss man sagen. Und das Thema zweite Liga ist ja auch immer noch interessant. Es sind ja auch immer wieder neue Begegnungen, was jetzt sozusagen die Gegner angeht, wo man lange Zeit nicht gegen gespielt hat oder noch gar nicht. Also alles sehr spannend. Und ich bin gespannt, aber auch, wie du irgendwie frohen Mutes. Ich fand insgesamt war jetzt so die Woche aber wieder ein bisschen ruhiger nach dem ganzen Theater. Und man hatte so den Eindruck, als würden alle wieder halt arbeiten und da ihr Training durchziehen. Auch sehr cool, nochmal zum Christian Brandt zurück. Der hat wohl richtig Bock auf Fußball, weil der, wenn ich das richtig verstanden habe, fährt er danach auch noch mit seiner U19 quasi zu dem nächsten Spiel. Also die spielen sonntags, da wird er wohl auch voll coachen, vielleicht jetzt nicht alles machen. Und der hat auch wohl die meisten Trainingseinheiten auch noch gemacht von der U19. Also schön Profis und 19, einfach mal 10 Stunden am Trainingsplatz durchziehen. Muss ja auch so sein und nicht immer nur Karneval feiern. Na, so vielleicht als Aussicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wir hatten ja mal die Thematik, dass die U23-Trainer oder Co-Trainer dann zum Chefcoach amortisiert haben. Viktor Skripnik, Florian Kohfeldt. Nuri. Genau, davor Nuri. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist jetzt für mich persönlich als Fan eine ganz komische Situation. Weil die kannte ich vorher irgendwie gar nicht, konnte ich auch nicht einschätzen. Skripnik wusste, es ist so ein Ukrainer, wird nicht viel erzählen und so weiter. Die haben sie zum Chefcoach gemacht. Und jetzt finde ich hoffe, da gehst du mit mir konform, dass ein Zenkovic ein total, der macht einen neugierig, das ist ein total super Typ. Und wenn ich jetzt den Brand sehe, wie der die Woche umgegangen ist mit der Mannschaft und wie er das anhängt, auch ein total super Typ. Aber die beiden waren definitiv kein Cheftrainer. Finde ich ein bisschen, also ich hätte da schon Interesse, irgendwie einen von beiden jetzt weiterzusehen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt Skripnik, Nuri, Kohfeldt, okay, Kohfeldt hat es cool, aber wenn ich Skripnik oder Nuri sehe und sehe dann Brandt oder Zenkovic, der auch ein super Ding gemacht hat, fand ich gegen Schalke. Danach, du sagst, es ist nervös und so, aber der hat sich ja total aufs Spiel fokussiert und so, hat sich nicht in den Vordergrund gestellt, der Brandt stellt sich nicht in den Vordergrund und so weiter und so fort. Also jetzt hätte ich Bock auf die beiden, irgendwie als Trainer gespannt, aber die werden es nicht, da wird es halt ein anderer. Finde ich jetzt als Fan, den würde ich irgendwie mehr Vertrauen schenken. User hört sich vielleicht komisch an, aber den beiden würde ich irgendwie jetzt mehr Vertrauen schenken als den Ole Werner, komischerweise. Ja, auch sehr interessant, was er gesagt hatte, Christian Brandt, dadurch, dass sie natürlich sehr eng vernetzt sind, auch im Austausch und auch die Spielart und Weise, ist da halt auch so eine gewisse Durchlässigkeit und Zenkovic ist zeitgleich ja auch so ein bisschen so eine Art indirekter Koordinator für die U, ich sag mal 19, 17 wahrscheinlich, dass sie so ein bisschen auch schon mehr sich austauschen, wer könnte denn mal nach oben kommen und so. Also diese Durchlässigkeit. Und ja, ich gebe dir recht, ja. Also jetzt schon wieder, es liegt aber auch vielleicht daran, dass es irgendwann ein bisschen extrem ist, dass du dann irgendwie in 10 Tagen 4 Trainer hast, dass es ein bisschen komisch ist. Aber ich werde auch beide, dass ich jetzt eher einen von den beiden sehen würde. Bei Zenkovic finde ich es aber persönlich sehr cool, weil der halt dann noch Österreichisch spricht. Das ist auch irgendwie auch eine coole Sache. Ja, und schade, dass die beiden. Wir hatten es ja auch vorher gesagt, ne, warum Ole Werner hatte jetzt wirklich viel mehr Erfahrung als jetzt von mir aus diese beiden als gespannt. Weiß ich jetzt nicht.
ja. Also als Brand, er hat definitiv weniger Erfahrung als Brand, meine ich. Er hat eine Saison und 5 Spiele Kiel, das war in Liga trainiert. Und der Brand ist jahrelang jetzt Jugendtrainer, war bei Rostock und noch bei anderen Vereinen in der dritten Liga hat er die trainiert und so weiter. Also der Brand hat da schon Profi-Erfahrung dabei. Ne? Aber wir reden ja gerade über ungelegte Eier, das wird niemals passieren. Aber wie gesagt, die hätten mehr Vorschuss, so hätte ich eine gute Fantasie, wenn die beiden das jetzt machen würden. Aber das wird nicht passieren. Ja, genau, also sehr interessant, wie vielleicht auch ihr das einschätzt, gerne mal unter posten, eure Einschätzung, wie seht ihr es, wie ist euer Gefühl für das Spiel, also lasst da ein bisschen ein paar Statements da und eure Tipps, unsere Tipps wisst ihr schon und von daher geben wir mal ein gutes Gefühl ins Wochenende und in den Samstagabend, wir hören uns ja dann auch mit der Nachanalyse demnächst wieder, dann vielleicht auch schon mit dem unterschriftsreifen Vertrag vom neuen Trainer und nochmal eine Bitte, schaut euch das große Interview Sportfreunde Osterdeich an, geht auf die Homepage, supportet die Jungs. Die haben extra den ganzen Song aufgenommen für alle Werder-Fans, für alle, die im Stadion sind oder sonst wo. Also ein super Interview, eine Stunde lang. Das müsst ihr euch einfach reingucken. Da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Support und die Jungs vor allen Dingen auch. Denn Scoop und ich, wir wollen natürlich nachher, wenn die dann mal live im Stadion spielen, auch dabei sitzen. In erster Reihe quasi in der Mitte des Stadions auf dem Spielfeld und mitsingen. Also von daher auch ein bisschen Support weiter. Gibt da was. Und ja, erzählt uns eure Meinung. Das wäre das Wichtigste auch. Lasst dem Video noch ein Like da, wenn ihr wollt. Und die Schlussworte wie immer an Scoop. Leg los. Ich muss natürlich auch nochmal die Werbetrommel rühren für Sportfreunde Osterdeich. Bitte unterstützt sie, guckt euch das Interview an. Das hat allen vieren hat das Interview richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, es ging über eine Stunde, aber die Stunde lohnt sich, weil die erzählen echt jedes Detail, wie sie zu dem Video gekommen sind. Denkt nochmal daran, es ist Ailton dabei bei dem Video. Ihr könnt euch auch Ailton angucken. Die erzählen auch, wie sie an Ailton drangekommen sind und so weiter. Für mich persönlich ein mega interessantes Interview. Also schaut es euch bitte an. Dann, mein Glas ist dieses Wochenende halb voll. Ich will es hiermit nochmal sagen. Ich habe auf einen Sieg von Werder getippt. Ich hoffe nicht, dass sie mich morgen enttäuschen. Und zum Abschluss viel, viel Spaß morgen Abend und lebenslang grün-weiß. Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hin.